Und herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit Arezu. Ich bin Arezu. Unser Gegner ist 23 mit den Various Artists. Und wir sind im Rückstand. Was nicht gut ist. So, diesmal stellen wir uns tatsächlich so auf, dass wir angreifen können. In der letzten Halbzeit, in der letzten Runde der letzten Halbzeit haben wir es ja tatsächlich noch fast geschafft, den Touchdown zu machen. Nur leider ist fast nicht gut genug. Aber generell sollte ich wahrscheinlich viel öfter so... na toll, kostenloser Bonuszug für die Various Artists. Ein Chaoskrieger könnte er direkt zum Ball stellen, einen Ziegenmenschen genauso. Entschuldigung, einen Tiermenschen. Oh, will er auf... Achso, den Tiermenschen kann er natürlich noch dahin stellen. Und tut das? Oder tut das nicht? Bisher sieht es nicht danach aus. Besonders, weil er sich jetzt, glaube ich, den Weg noch ein bisschen verbaut hat. Ne, okay, er schafft es immer noch mit genauso vielen Grofoils. Aber natürlich will man generell keine Grofoils verwenden müssen. Und er geht auf das Feld daneben, okay. Oh, ja, okay. Er geht direkt hin. Da ist er jetzt aber ungeschützt. Ist gefährlich. Was der da hinten will, weiß ich nicht. Vielleicht passen die einfach auf für den Fall, dass ich mir jetzt doch den Ball zurückhole. Und da kommt der Minotaurus angesprintet. Und schiebt. Kann man machen. Oh, der ist rasend. Verdammt. Ich spiel so selten gegen Minotauren. Au, 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 au. Und direkt K.O. Ah, wenn er mal was macht und zuschlägt, dann wohl richtig. Das ist jetzt schade. Gut, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall erstmal weg. Und uns den Ball holen. So, schieben reicht ja schon, um den Ball erstmal zu kriegen. Sehr gut. Upsi. Und da kippt er um. Den Ball aufheben wollen wir mit ihr nicht. Sondern lieber mit Wally West. Weil er Abspiel hat. Und mir gerade zu viele Leute drumherum stehen. So, hier hinten deckt zwar ein bisschen ab. Ja, da könnten wir jetzt mit einem Würfel angreifen, aber ich renne lieber weg. Scheint mir sicherer. Moment, du sollst noch den einen Schritt gehen, bitte. Und du gehst hier hin. Und... ja, da steht er ganz gut. Nah genug dran, dass er als Köder dienen kann, aber nicht so nah, dass er direkt kostenlos angreifbar ist. Gut, zu beenden. Er kann jetzt natürlich hier noch reingehen und direkt angreifen mit dem Minios. Zwei Stärke... na gut, er könnte noch Leute ranstellen, dann hätte er nicht mal den Stärke-Minus. Das Stärke-Minus. Ja, jetzt kann er mit Minios angreifen, theoretisch auch mit anderen, aber da dann eben nur mit einem Würfel. Weil seine Chaoskrieger ja woanders sind.
Das ist jetzt nicht wirklich eine Situation, die mir gefällt. Und abspielen natürlich. Die Frage ist, wohin? Hier nach. Obwohl, nein. Von Läufer zu Läufer. Und es klappt nicht. Oh, okay. Ich frage mich, ob ich jetzt nochmal Abspiel benutzen kann. Kann ich leider nicht, aber hoffe ich auch nicht. Wunderbar. Streich das, was ich eben über richtig zuschlagen gesagt habe. Der kann überall hier hin, wenn ich das richtig sehe. So, ja. Der hat recht freie Bahn. Was auf wenige von meinen Leuten zutrifft. Kann ich Abspiel eigentlich auch ins Nichts machen? Hier steht nur ein schneller Pass. Oh, Moment, oder? Ermöglicht es dem Spieler einen schnellen Pass zu spielen, ja. Da steht nichts davon, dass ein Gegner, dass ein verbündeter Spieler da sein muss. So, laufen wir erstmal ein bisschen weg. Und hier bringen wir noch ein bisschen Deckung rein. Und jetzt kommen wir zum Schwierigen. Wo ist denn Sott? Achso, Sott ist ja gerade K.O. Das ist nicht schön. Und uiuiui. Für das große Ausweichen, für das leichte Ausweichen braucht es einen Reroll. Und okay, sehr gut. Für ihn wird es schwieriger. Für sie auch. Und erstmal, also, nee, Connor hat ja nicht mal den Reroll. Victor, wie geht's dir? Nicht gut. Lauf! Autsch! Nicht schön. Und K.O. Toll. Springen. Ja, unsere K.O.-Bank füllt sich. Bank in Anführungszeichen. Wir haben ja nicht mal eine Bank. Können wir uns nicht leisten. Wir können uns ja nicht mal 11 Spieler leisten. Wie sollen wir da das Geld für eine Bank haben? Besonders wenn wir im gegnerischen Stadion spielen. Da sind ja die Bankmieten so extrem hoch. Autsch. Tja, er kann auf jeden Fall wieder den Beiträger blitzen. Und das könnte sogar gut funktionieren, weil er ja Hörner hat mit Chamea. Und da fällt Victor Stone. Und da bringt er alles durcheinander. Ja, Bart Ellen kann jetzt noch versuchen, sich gegen die Leute zu wehren. Klappt nicht. Autsch. Versucht das nochmal mit Minions. Also er hat schon einige, die hier angreifen können, aber irgendwie bringt er kaum jemanden dafür in Position. Also gar keinen. Connor kann in der nächsten Runde eventuell losrennen, es sei denn, er stellt noch jemanden dazu. Okay, er stellt hier ein bisschen zu, aber ob das wirklich so viel bringt? Da holt er sich noch Verstärkung, um die Seite hier zu verstärken, aber nach vorne rennen kann ich trotzdem erstmal. Ja, okay, er macht generell da hinten ein bisschen zu.
Scheint schlechte Erfahrungen mit Elfen gemacht zu haben. Und Wild ist hier, sehr schön. Oh. Denn Dweewool trotz Einzelgänger. Das sehe ich nicht so oft, dass es klappt. Hoppala. Sehr schön. Nicht wirklich, worauf ich geplant hatte, worauf ich gehofft hatte, aber gut. Bruce Wayne kann hier erstmal jemanden weghauen. Gut, das Weghauen ist jetzt auch wirklich nichts anderes als weghauen. Gut, du läufst schon mal vor. Du läufst schon mal nach. So, wie sieht's hier aus? Ich würde schon gerne den Ball lieber bei jemandem haben, der ihn abspielen kann im Notfall. Deswegen würde ich sagen, geben wir den Ball doch wieder hier rüber. Kann ich danach eigentlich noch laufen? Nee, leider nicht. Mit einem Würfel. Nö. Das lassen wir. Aber das lassen wir nicht. Los. Los. Nicht richtig. Warum tue ich sowas? Gut, der bleibt liegen, schön. Leider hat er damit seinen Blitz nicht verschwendet. Aber dann hätte es ja auch geklappt. Er hat ja eine 3 gewürfelt. Und bei einem Blitz hätte er ja nur eine 2 gebraucht. Gut, das gefällt mir. Damit ist er näher bei den anderen. Ich habe jetzt kürzlich das automatische Zentrieren abgeschaltet. In der letzten Folge, also im letzten Spiel, nicht in der letzten Folge. Jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas verpasse. Weil er mich nicht mehr so umherzieht. Andererseits habe ich Kontrolle über die Kamera, das ist doch schön. Na gut, machen wir ein Abspiel zu... Ja, Arthur Curry, warum nicht? Warum klappt das nie? Er benutzt den Reroll dafür? Nee. Oh oh. Okay, das wird langsam merkwürdig. Er lässt den Ball fallen und fängt ihn wieder. Toll. Wozu hast du Abspiel? Wenn das Abspiel doch eh nur dafür sorgt, dass du den Ball weiter in der Hand behältst. Okay, da will er Leute herholen, das gefällt mir. Weniger gefällt mir, dass es hier so zu ist. Alles. So, wie kommen wir denn hier weg? Durch die Mitte. Hinten lang. Hinten lang sieht besser aus. Tschüss. Und tschüssi. Und jetzt darf das nicht klappen. Das wäre unangenehm. Zweimal ausweichen habe ich... Oh, doch, ja, sowieso. Dachte eben, ich hätte da eine sichere Methode übersehen. Einen sicheren Weg. Aber hier gibt es keine sicheren Wege, also alles gut.
Wenn keine sicheren Wege da sind, kann man sie nicht übersehen. Das ist wunderbar. Ja, hier ist es gerade ein bisschen schwierig rauszukommen. Wir versuchen es trotzdem. Sehr schön. Und hier wird es jetzt auch noch mal schwierig. Aber es klappt wunderbar. Okay. Ja, ich denke, das war's dann mit dem Zug. Jetzt wird da gleich wieder Diana hinterherrennen und zu versuchen zu verprügeln wahrscheinlich. Vorher ist sehr ballfokussiert. Erstaunlich für einen K.O.-Spieler, aber sowas muss es ja auch geben. Wie weit kommt sie denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, nicht bis hin. Oder Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, okay. Ich dachte, ich hätte mich verzählt. Habe ich nicht. Ist schade. War Wunschdenken. Und da stellt er sich schon wieder an meine Leute ran, Mensch. Vielleicht hört er ja auf mich. Wobei eine Armlänge haut ja tatsächlich hin, wenn wir uns das hier so auf den Feldern angucken. Und sehr gut. Wie wollte er das? Macht er tatsächlich. Und es wird nur noch ein Schieben. Dann gehen wir dahin. Sind wir ein Stück näher dran. Schön. Und jetzt stellt er sich da in den Weg. Oh Gott. Und dort auch noch. Vier gegen eine. Was soll denn das? Ich würde ja gerne hier übergeben und durchlaufen lassen, aber leider hat Arthur Curry keine 5 Geschicklichkeit und leider auch kein Abspiel, was dann wieder sehr schön wäre. Und noch einer da hinten. So, laufen wir hier einfach brav nach vorne. Schon mal den Käfig vorbereiten. Ganz ruhig. Tschüss. Hoffen wir, dass so ein Ausweichen da oben auch noch klappt gleich. So, sehr schön. Das versuchen wir jetzt erstmal gar nicht. Nicht wirklich, was ich will. Aber okay. Autsch. Okay, aber sie kommt der Touchstone-Linie immer näher und vielleicht ignoriert er sie jetzt ja. Wenn er sie nämlich ignoriert, kann ich nach vorne rennen, den Pass machen, während sie schon auf der Touchdown-Linie steht. Und das wäre doch schön. Er ignoriert sie nicht. Ganz und gar nicht. Moment mal, er würde doch nicht faulen, oder? Das sieht fast aus, als würde er faulen wollen. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Da hätten wir beinahe was übersehen, weil wir die zentrierte Kamera nicht mehr drin haben. Wäre ganz schön, wenn man die Kamerazentrierung einfach temporär abschalten könnte per bestimmt, also mit einer bestimmten Taste. Dann würde ich diese Einstellung nehmen. Wenn ich dann was zeigen oder nachgucken will, würde ich da mal kurz das ausblenden. Und sonst könnte ich mir sicher sein, dass ich nichts verpasse. Aber die Option gibt es, soweit ich weiß, nicht. Also nicht in diesem Spiel.
Das wird mir jetzt zu voll. Viel zu voll. Aber alle können hier mit einem Ausweichen weg. Das ist schon mal schön. Und jetzt nicht mehr. Hallo, Double Skull. Na gut. Tja, jetzt steht nur der im Weg. Aber da kommen wir bestimmt durch. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. Kipp. Verdammt. Wie wollen wir denn dann doch trotzdem dadurch? Obwohl es jetzt hier so zu ist. Besser? War auch nicht wirklich gut. Besser? Machbar. Mal sehen. Wenn wir den hier weghauen, haben wir hier ein besseres Ausweichen, auf jeden Fall. Gut, wir. Hoppala. Oh, was? Warum habe ich denn da. Oh, oh. Ja, okay, ist in Ordnung. Überspringen. Ja, das war ziemlich doof. Okay, damit haben wir das Richtige. Moment. Wir müssen hier durch. Das heißt, wir folgen. Okay, gut. Jetzt laufen wir noch hier hin. Nein! Ja, da. Rerollen. Warum kann ich das Rerollen? Ich habe keine Ahnung, warum ich das Rerollen kann. Und auch das musste gerollt werden. Ist ja schlimm. Und Touchdown. Puh. Ja, dass ich das GZ nicht zu, geschrieben habe, vorhin wurmt mich schon die ganze Zeit ein bisschen, haben wir nachgeliefert. Verteidigung. Hier kommt's mal nach hinten. Und dann gehst du wieder nach vorne. Wunderbar. Haben wir toll gemacht. Ja, Sotte ist leider immer noch draußen. Okay, Einstellung bestätigen. 3 Runden lang auf den Gegner aufhalten. Ich ziehe jetzt aufs Unentschieden. Mehr brauchen wir gerade nicht. Und wuff. Okay. Toll. Der darf rumlaufen. Dann lauf doch, macht mir nichts aus. Der stürmt vor. Das ist natürlich nicht gut.
Bedeutet, dass er ein Feld weniger zurücklegen muss. Ich bezweifle, dass er noch auf das Unentschieden hier zielt jetzt. Okay, er muss wenigstens noch den Ball aufheben. Allerdings liegt er genau auf dem Weg, also er liegt wirklich gut für ihn. Den ersten Schlag haben wir überlegt. Nicht schön. Autsch. Und Autsch. Warum hat er da nicht Boss Down genommen, Mensch? Au, 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 au! Das kann er doch nicht einfach machen, Mensch. Da stellt er sich noch in den Weg. Wie gemein. Ja, bei dem zusätzlichen Arm ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass er jetzt das Aufheben verhaut. Ich wünsche es mir trotzdem. Das würde es mir nämlich um einiges einfacher machen. Ja. Okay, er blitzt Bruce Wayne. Und er steht noch. Sehr schön. Und er steht sogar in einer relativ guten Position und er steht weiter. Die könnten bis hierhin kommen. Mit extrem viel Unterstützung von Nuffel. Aber jetzt sieht es noch schlimmer aus. Er brauchte die zusätzlichen Arme, okay. Cap, 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 cap. Schade. Okay, wir stellen uns hier auf Abfangkurs. Wenn ich da mit einem Würfel reinblitze, habe ich beim Rasen natürlich dann keinen Würfel. Das ist schlecht. So, wir gehen da einfach hin. Sehr schön. Hier holen wir uns noch einen weiteren Unterstützer. Ja, du gehst noch einen Schritt zur Seite. Danke sehr. Und du bedrängst ein bisschen mit dem Ballträger, wenn es dir nichts ausmacht. Uiuiui. Macht dir offenbar was aus. Und ich habe mal wieder nicht richtig hingeguckt. Okay, da kann er jetzt ausweichen wählen. Was? Was? Gohan, why didn't you dodge? Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Aber das Ausweichen macht ihm schon ein bisschen Probleme. Ne? Vorhin hat er noch 17% Ausweichen versucht. Und damit sogar einen Reroll verbraucht. Jetzt nimmt er was dem er ausweichen müsste, während er einfach blocken könnte. Tja, merkwürdig. Gut, nach diesem Zug hat er noch einen.
muss den Ball irgendwie sichern. Was nicht leicht wird. Er hat jetzt noch seinen Blitz. Autsch, den er mit Sicherheit gegen Carasael anwenden möchte. Und es ist unwahrscheinlich, dass er da einen Quadrasky bekommt. Gut, er wollte den bewegen, ohne zu blitzen. Wer geizig ist, der muss dafür zahlen. Was er natürlich auch machen könnte, ist mit Kronos direkt versuchen durchzulaufen, aber. Ich weiß nicht. Übergeben könnte er natürlich. Ohne den Abzug. Und das wäre wahrscheinlich gar kein so schlechter Zug. Ich meine, klar, er hätte hier nicht die zusätzlichen Arme mehr, aber die braucht er ja danach auch gar nicht. Gut, ich glaube, es wäre eine 67% Chance, dass er den Ball kriegt, aber eben mit dem Ryo, den er noch übrig hat. Die haben es ja beide bis zum Spielende geschafft, uns Rebuilds aufzusparen. Zwei für die letzten zwei Züge. Ich habe meinen ja extra verbraten. Nur dafür. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Also was ich damit gemacht habe. Wahrscheinlich einen Würfel neu geholt. Aber ganz sicher kann ich mir da nicht sein. Und. Schieben reicht ihm. Und damit ist der Beiträger frei. Wie unschön. Und er hat einen ganzen Haufen Leute, die da ran können. Also an die Touchdown-Linie. Ich müsste hier durchaus weichen. In den Käfig rein und den Ball rausrollen gleich. Was nicht leicht wird. Ganz und gar nicht leicht. Okay, wenn wir von hier aus angreifen, haben wir viel Ausweichen drin. Da haben wir noch mehr Ausweichen drin. Okay, wie sieht es mit dir aus? Du kommst bis hier mit einem Go-Fort. Okay, lauf. Okay, da geht mein Video drauf. Und los. Verdammt. Okay, damit. GZ zum Sieg. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Hätte da der eine Kofold nicht hingehauen. Den habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Jetzt habe ich noch mal kurz die Luft angehalten, als ja, als es blau geworden ist. Das hätte noch das Unentschieden werden können. Nee, aber hat er sich verdient, den Sieg? Klar, er hat zwei etwas merkwürdige Fehler gemacht, aber ansonsten gut gespielt. Nee, danke, den wollen wir nicht. Sott ist wertvollster Spieler. Okay. Ja, was haben wir so an SSP? Immerhin 8. 8 hat er eine Capricorn schon bekommen. Dann, ja, ist das der MVP, ja klar. Ja. Und was haben wir so in der Statistik? Dürfte eigentlich nicht so interessantes sein. Keine Todesfälle, keine. Oh. Ja, 4 K.O.s haben wir. Bei Elfen gegen Chaos ist das jetzt nicht so überraschend. Ja. Gibt es nicht viel zu sagen. Level-Ups dürften wir keine haben. Ja, diesmal drücken wir auch auf die richtige Taste. Wurde bestätigt und wir haben keine Level-Ups. Schade. Eventuell könnten wir uns einen neuen Spieler holen. Einen Läufer haben wir schon vollständig. Assassinen sind zu teuer. Blitzer haben wir vollständig. Ja. Also, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Dann können wir uns und vielleicht einen neuen Assassinen holen. Aber wahrscheinlich werden wir eher.
ein paar Leute tatsächlich austauschen. Einen Fade-Spieler werde ich jetzt wahrscheinlich vor der nächsten Runde noch holen, damit wir wenigstens die vollzählig haben. Aber sonst, ja. Okay, dann beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir hoffentlich mal wieder gewinnen. Und ja, bis dann. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare. Adios.